Hallöchen, meine lieben Freunde, und recht herzlich willkommen wieder zurück zu LPT Minecraft mit dem guten Oldava. Guten Tag, vergiss nicht 231, weil ich nicht zählen kann. So. Wir haben das letzte Mal so waren wir auf Monsterjagd, weil wir unbedingt eine Karotte brauchen. Das ist erfolgreich, hat das funktioniert und. So, wie ihr jetzt gesehen habt, ich brauche wieder Rüstung und wir bauen uns gerade noch welche. So, hier ist das Eisen. So, ich habe gerade hier noch ein wildlaufendes Creeperlein erledigt mit dem Bogen. Hast du noch ein wildlaufendes Creeperlein gehabt? Und wir haben ja jetzt hier so einen wunderschönen Garten. Richtig? Also das mit den Fackeln war auch keine dumme Idee, dann können die Kürbisse nicht wild rumwachsen und die Melonen. Und ich glaube sogar, dass die rote Beete schon wieder reif ist. Die ist sehr reif, reifer als reif. Karotten bin ich mir noch nicht sicher, die lasse ich noch wachsen. Und da können wir, ich glaube, wir haben, oh leck, wir kriegen aber haufenweise Sämchen raus. Das wird alles Futter für die Hühner sein, denke ich mal. Ah, absolut. Was ich halt ein bisschen komisch finde, ist eigentlich essen ja auch, ich glaube Schafe essen auch sowas wie so Getreidedinger. Mhm. Da könnten die doch auch rote Betesaat futtern eigentlich. Eigentlich ja. Aber ich glaube, rote Petersaat würden die nicht vertragen, die würden wahrscheinlich Bauchschmerzen kriegen oder sowas, vermute ich mal. Ich habe das Gefühl auch, ja. So, den Streifen lasse ich für die Karotten frei. Genau, das wollte ich nur machen. Ich werde jetzt kurz mal die Wüste wissen, erkunden gehen. Die Wüste ruft den Black Steel LP. Mal gucken. Ob es da was zu entdecken gibt. Deinen Dorf kennen wir ja da hinten. So, apropos so, Hühner. Oben. Kann ja nochmal schauen, ob ich nochmal die Hühner füttern kann. Kannst du probieren. Ja, klappt sogar ganz gut. Oh, das Wasser ist besser hier. In diesem Texture. Dem ist viel blauer, aber durchsichtig. Erfüllen. So. Und ich wollte ja schon anfangen, die zweite Etage zu bauen. Richtig. So, da brauche ich aber erstmal Holz. Mache ich zwei von denen. Also drei von denen. Ich glaube, ich mache eine Außentreppe, oder? Kannst du machen. Warum nicht? Ja genau, hinten war der Tempel. Das geht nicht. Habe ich den schon besucht oder war das noch nicht? Mal kurz gucken. Hm. Ja, hast du was zum Runterbauen oder so? Ja. Frag ich, habe ich es denn schon angeguckt oder noch nicht? Die Frage. Habe ich das oder habe ich nicht das? Das ist hier die Frage. Sieht so aus. Also war ich schon auf Besuch? Nein, noch nicht. Aber denk, pass auf die Sprengfallen auf. Ja, ja, ich weiß das schon, Holly. So herrscht bei dir der Bombenstimmung. Ah, scheiße! Hat's doch in die Luft gejagt. Das war's mit den Nut. Bin gespannt, wie es bei dir in der Aufnahme ausschaut. Ich bin gespannt, was du da für einen Fehler gemacht hast. Nee, ich wollte ganz normal erstmal runter gucken und irgendwie war, glaube ich, war ich einen kleinen Pixel. Ja. Daneben. Und dann bin ich. So. Oh Mann, ey. Nimm ich noch eine Axt mit? Ja, komm, nimm noch eine Axt mit. Ja.
Alter, das Wasser. Das krasse Blau bei dem Shader. Ist es der Kuda Shader? Ja, einer der neueren, ja. Das ist so ein richtig krasses Blau. Wortwörtlich. Okay. Und da war der Ludwig. So eine. Grrr. Also ich habe jetzt mal vor, Akazientreppen zu machen. Akazientreppen? Akazien. Akazien? Ar. Boah, ich hätte voll den Hügel gefunden um uns. Und man könnte sich reinbuddeln. In der Wüste, weißt du? Er denkt schon wieder ans Buddeln. Warst du denn früher im Leben ein Maulwurf? Aber weiß, wer weiß. Vielleicht fahre ich das mal. Bisschen Ähnlichkeit hast du ja mit einem Maulwurf. Alter, du wirst es so irgendwann zurückbekommen, ey. Ja, ich weiß. Dafür wirst du leiden. Dafür wird er leiden. Leiden müssen. Leider müssen. So, dann nutzen wir das jetzt noch aus. Was jetzt die oder war das jetzt? Das ist der andere? Hey, als Maulwurf fliegt man eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich weiß nicht, was du hast. Kannst die ganze Zeit wie ein kleines Kind den Dreck wühlen. Kannst dich von Würmern und Käfern ernähren. Und hast auch unten unter Erde deine Ruhe. Keine blöden Nachbarn. Kriegst du Corona. Kriegst keine Post. Also, du kriegst deine Ruhe, musst keine Miete zahlen. Ja, das stimmt. Und kein Corona. Ja, komm, jetzt mit diesen Corona-Witzen ist es jetzt aber auch wieder Schluss. Das reicht. Beschrei es nicht, irgendwann, wenn du so oft Corona sagst, dann kriegst du irgendwann Corona. Ach, Bullshit. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Ne, das reicht noch nicht. Das reicht mir noch nicht. Mir noch nicht. Das reicht mir noch nicht. Es ist. Habe ich mich gerade selbst zugeschüttet? Ja, das sollte sich burnen, es wird schon langsam wieder Nacht. Ja. Ich irgendwie hier rauskommen. Und nein, diesmal machen wir nicht Time Set Day, Freunde. Kann ja sein, dass uns einer übernimmt, dass ich Time Set Night gemacht habe oder so. Kann ja sein. Und wie gesagt, sowas tut mir nicht leid, Freunde. Weil ihr kennt ja die alte Minecraft-Regel. Das ist unsere Welt, unsere Regeln. Punkt. das muss ich jetzt mal echt loswerden. Was wir YouTuber immer so sagen und denken und machen, ja. Wir denken einfach immer, wollen immer im Voraus denken und haben und sagen, ja, ihr Zuschauer werdet wahrscheinlich das nicht mögen oder werdet das schon mögen. Werdet euch das denken und ihr werdet das handeln, ihr werdet das machen. Das können wir gar nicht wissen, aber wir sagen es trotzdem irgendwie. Das ist so, ja. Keine Ahnung, so ein blöder Lietzen, den man sich halt einfach nicht abgewöhnen kann. Weil wir als YouTuber müssen ja irgendwie schauen, dass wir es euch recht machen. Und man kann es halt nicht jedem recht machen. Richtig. Aber wir versuchen es ständig. Wir sind auch nur Menschen. Und wenn wir mal auf das Thema so weiter ein bisschen rumhacken... Ich lege jetzt meine Hand ins Feuer und behaupte, kein einziger YouTuber in YouTube ist professionell. Nur weil er einen besseren PC hat, bessere Programme oder keine Ahnung, eine andere Einstellung hat. Niemand ist professionell. Weil ich könnte jetzt mir von den NASA-PC holen, mit der riesen fetten guten Grafikkarte, Soundkarte, RAM, so viel RAM, bis der PC nur am Kotzen ist von RAM, ja. Und so weiter. 4-8 Monitore, alle 4K-Monitore. Und ich mache 4K-Videos. Das hat nichts mit Professionalität zu tun. Also ist nur ein professionelles Setup, aber nicht der dahinter ist.
Man kann noch so gutes Equipment haben und Kleinigkeit machen, falsch machen oder das falsch sagen und dann ist man bei den Menschen unten durch. Und was bist du? Und was ich euch auch hier empfehlen kann, es ist ja immer so, dass wir zu uns, also dass wir YouTuber zu irgendeinem Thema unsere Meinung sagen, ja? Das ist uns, ihr müsst immer bedenken, das ist unsere persönliche Meinung, nicht eure. Die alle weiter. Wenn jetzt ein YouTuber sagt, der Himmel ist grün, dann ist er grün. Wenn und uns sagt, das Wasser ist nicht blau, sondern lila. Versteht ihr, was ich meine? Ihr müsst eure. Okay. Wenn ihr zu irgendeinem Thema eure Meinung bilden sollt, dann bildet eure eigene Meinung und übernimmt nicht Meinungen von anderen Leuten. Richtig. Ich bin unterwegs. Weil das machen die meisten Leute machen immer den Fehler, die hören auf YouTuber. Die YouTuber vertreten auch nur ihre eigene persönliche Meinung. Richtig. Wir haben in der Welt nichts zu sagen. Das machen immer noch die Politiker, die Richter, die Anwälte, der Bürgermeister, all die wichtigen Leute, die Polizisten, die Sanitäter. Jetzt seid ihr warten. Die Ärzte. Oh, zwei Ambulanz auch. Weil, und wisst ihr, warum ich das Thema anspreche? Weil nur weil ein Mensch bei gewissen Sachen Erfahrung gesammelt hat, ist er nicht allwissend und muss nicht immer stimmen, was er sagt. Richtig. Jetzt nicht, ich will jetzt auch nicht behaupten, dass wir YouTuber euch anlügen oder verarschen oder sowas. Wir vertreten einfach nur unsere persönlichen Meinungen in Videos. Mehr und nicht weniger. Wenn ich jetzt sage, Minecraft ist ein geiles Game, ist es meine persönliche Meinung. Andere würden jetzt sagen, da ist so hässliche Grafik, das ist voll blockig und die Grafik ist voll scheiße. Dann ist es denen seine Meinung, nicht meine. Wenn ich sage, ich bin absolut kein Fan von Fortnite und ich finde es auch nicht gut, das Spiel, dann ist das meine persönliche Meinung. Richtig. Weil ich finde sowas immer interessant, wenn dann Leute auch sagen, ach, wie kannst du sagen, dass das Spiel scheiße ist? Weil es meine persönliche Meinung ist und weil ich das Spiel nicht mag. Und ja, ich habe Fortnite schon mal gespielt. Und ist einfach nicht mein Fall. Sorry. Mir gefällt es auch nicht. Es ist nicht meins. Es ist gar nicht meins. Was ich auch immer geil finde, ist, wenn Leute. Also jetzt nicht böse, mein Freund, nicht krumm nehmen, wenn ich das jetzt sage, ja? Aber ich finde es halt immer interessant, wenn Leute anderen Leuten ihre Meinung. Oder ihr Spiel, das sie gern mögen, aufzwingen wollen. Sagen, das, wie kannst du das nicht gut finden? Das ist doch so geil. Komm, spiel doch mal mit. Und hey, wie kannst du das sagen? Hör doch auf mich. Das ist, was ich sage, ist richtig. Was der andere sagt, ist falsch. Mhm. Ist der größte Bullshit. Absolut. Ich und der gute Black Steel, wir können auch mal nicht recht haben. Klar. Richtig. Es wird da draußen immer einen geben, der es besser weiß. Aber ihr müsst es aber auch so sehen. Es wird auch Leute geben, die haben da wesentlich, und ich betone, wesentlich mehr Erfahrung als wir. Zum Beispiel, ich bin auch kein Minecraft-Experte. Ich kenne mich 0, gar nicht mit Redstone-Leitungen aus. Oder ich kenne mich auch nicht mit Mods aus oder sowas. Überhaupt nicht. Gar nicht. Niente. Ich würde mich auskennen, wenn ich mich mit dem Mod oder mit dem Spiel länger beschäftigen täte. Richtig. Und ihr müsst auch bedenken, wir meinen es auch nicht böse. Wenn ihr jetzt denkt, ach, was labert denn die für eine Scheiße? Die haben doch keine Ahnung. Stimmt.
Wir haben von Minecraft nur ansatzweise eine Ahnung, also was Bauen angeht so weiter. Vielleicht der Martin mehr, weil der hat sich wahrscheinlich auch schon mit Redstone-Leitungen mehr beschäftigt als ich. Ein bisschen, aber nicht ganz so viel. Ich beschäftige mich eher mit Bauen und Monster töten und so weiter. Ich habe was Geiles gefunden. Was denn? Ein wildes Enderportal. Ah, das ist gut. Das hier. Ja, ich habe eins. Aber um es mal das Thema zum Schluss zu bringen, bildet immer euch eure eigenen Meinungen. Wenn ihr von was keine Ahnung habt, informiert euch bei den Quellen, nicht bei irgendwelchen YouTubern, die es meinen, sie hätten davon eine Ahnung. Vielleicht haben sie vielleicht ein klein wenig Ahnung davon. Aber nicht voll. Ich würde mich immer bei den Originalquellen informieren und meine eigene Meinung bilden. Und wenn man zum Beispiel ein YouTuber ist, der Meinungsvideos macht oder über ein Thema seine Meinung äußert im YouTube, dann würde ich immer denjenigen empfehlen, such dir haufenweise Quellen, belest dich und dann mach das Video und dann teil den Leuten deine persönliche Meinung mit. Nicht einfach frei Schnauze losreden, weil dann zeigt man einem zum Beispiel, dass man keine Ahnung hat von dem Thema und zu anderen macht man sich auch noch peinlich. Außer man ist ein YouTuber, dass man darauf steht und nur Leute anziehen will, die einen dann haten und beleidigen sagen, was bist du für eine Flasche, du hast doch nur Ahnung. Es gibt halt wirklich YouTuber, die halt wirklich auf sich auf das beziehen, weil denen ist es egal, wie sie Aufrufe kriegen, Hauptsache sie kriegen Aufrufe. Richtig. Und Aufmerksamkeit. Und das, was ich ein bisschen traurig finde, ist, die Leute, die diese YouTuber dann haten und beleidigen und so weiter, die checken halt nicht, dass sie denen Aufrufe schenken und Aufmerksamkeit. Das wollen die ja, die YouTuber, die das machen. Das wollen die. Weil dann werden ihre Videos hochgerankt und dann sind sie zufrieden. Mhm. Richtig. Ich bin zum Beispiel ein YouTuber, der ist nicht auf Hate aus oder Beleidigung oder sonst was. Ich will für euch mit dem guten Martin und auch ohne Let's Plays machen, weil mir das Spaß macht. Und ich zu 100% weiß, dass es da immer wenigstens eine oder zwei Personen gibt, die sich meine Let's Plays anschauen und sich unterhalten fühlen und vom Alltag runterkommen können und so weiter und Spaß haben. Genauso ist es beim Blacksteel LP auch. Der hat auch so ein, zwei, drei Zuschauer, die seine Videos anschauen, weil sie einfach seine Videos mögen und runterkommen können vom Alltagsstress, Spaß haben, lachen können oder auch mal ein Facepalm geben, sich geben können. Und das ist das, was eigentlich das größte Ziel eines YouTubers sein soll. Leute unterhalten, dass sie Spaß haben, dass sie vom Alltag runterkommen können, dass sie mal lachen oder weinen können. Das war leck. Oder sich erschrecken können. Das sollte für einen YouTuber das Allerwichtigste sein. Meine persönliche Meinung zu dem Thema mit YouTube Geld verdienen, kann man versuchen, kann man auch machen, dass man sich so ein ganz, ganz kleines Taschengeld nebenbei verdienen kann. Mhm. Habe ich auch wirklich nichts dagegen. Aber meine persönliche Meinung ist, dass man, wenn man mit YouTube Geld verdienen will, sorry Freunde, der Drops ist gelutscht. Ja. Da müsstet ihr schon, wie es die meisten immer so haben und denken wollen, hochqualitativen Content bringen und professionell. Und ich habe ja schon mal gesagt, niemand in YouTube ist professionell. Egal, was der für ein Equipment hat. Wir sind immer noch alle Menschen. Und es kommt auch auf die Einstellung des Menschen an, wie er sich gibt. Richtig. Es gibt ja, ich weiß, man soll ja von, wenn man Minecraft Let's Play nur von Minecraft reden, mache ich aber hier nicht. Es ist keine blöde Behauptung, auch keine böse Behauptung von mir. Es gibt ja auch wirklich YouTuber, wo die Zuschauer nicht merken, dass die sie einfach nur ausnützen oder verarschen.
Oder anlügen. Oder sich richtig. Und sich verstellen. Und das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung. Ich finde YouTuber zu kotzen, die sich in ihren YouTube-Videos anders geben, als sie wirklich sind. Richtig. Mag ich überhaupt nicht. Und da sollte man sich als Zuschauer schon mal überlegen, bei denen zu bleiben. Weil das ist nicht richtig. Ihr wollt ja, dass man zu euch ehrlich ist. Und nicht das Gegenteil. Genau. Das ist auch wichtig. Du, die Dinge da runter. Weißt du, wann langsam unten wieder. Ach, die Sonne geht langsam unter. Ja, aber ich versuche aber jetzt gerade nochmal für die nächste Etage noch die Stelzen schon hinzubauen. Ach, das. Weil schau, da hinten ist, wenn du da hinten hintergehst, da ist schon die Treppe ist schon fertig. Also da kommt noch Gelände hin, aber hier zum großen Ganzen. Ist die Treppe schon fertig? Hübsch. Dann machen wir halt hier so einen kleinen Vorraum hier. Nee, da muss ich es wieder wegmachen. Da kommt die Tür hin. Richtig. Und dann mache ich es so. Dann ist da die Tür. Und dann kommt hier, ab hier. Wird der Raum abgegrenzt, dann ist hier so ein kleiner Balkon zum draußen sein. Ja. Also dann jetzt noch hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und wenn ihr vielleicht des Willens da seid, könnt ihr zu dieser Thematik, die wir heute in diesem Video bequatscht haben, auch eure Meinung dazu geben. Aber ihr müsst halt eben wollen, wenn ihr sagt, nö, ich bin zu schreibfaul, ich habe keine Lust dazu, meine Meinung dazu sagen, dann verstehen wir das. Ist zwar traurig, aber dann ist das nun mal so. Wir können euch ja nicht dazu zwingen und das wollen wir auch nicht. So, jetzt ganz schnell in die Hütte rein und dann ist wieso Folgenende. Richtig. Noch einer. Noch mal eine Runde im Bett schlafen. Und wie, ich möchte nur dazu sagen, ich kann nicht immer, wenn ich ein Let's Play bin, egal welches, ich kann nicht immer nur vom Spiel reden. Nee. Sache. So. Das geht nicht. Das kannst nicht vermeiden, dass du mal ein anderes Thema aufschnappst. So. Aber. So. Dann wünsche ich einen wunderschönen Tag, Nacht oder was auch immer. Von meiner Seite auch. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, habt euch wohl, ihr Pupsis. Tschüss.